Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Veranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Bildschirmen. Wir haben zu dieser Veranstaltung gemeinsam eingeladen mit dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und dem Verein der ausländischen Presse in Deutschland e.V. Unser Thema heute ist der Titel eines Buches, das 2021 erschienen ist, Weltöffentlichkeit und Diktatur, die amerikanischen Auslandskorrespondenten im Dritten Reich. Ich begrüße herzlich den Autor des Buches, Privatdozent Dr. Norman Dormeyer. Die Akteure des heutigen Abends sitzen alle hier in der ersten Reihe. Vielleicht drehen Sie sich einmal um, damit das Auditorium sieht, mit wem es ist zu tun bekommen. Ebenso herzlich begrüße ich als Mitveranstalter Professor Dr. Frank Bösch vom Leibniz-Zentrum und Georgios Pappas, den Vorsitzenden des Vereins der ausländischen Presse. Sowie als weitere Podiumsgäste Lotta Lundberg und Rob Savelberg. Beide sind Mitglied im Vorstand des Vereins. Zum Ablauf. Zunächst wird Herr Pappas ein Grußwort an uns richten. Dann wird es eine Buchvorstellung von Herrn Dormeyer geben und das anschließende Podiumsgespräch moderiert Herr Bösch. Danach gibt es wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen, hier im Auditorium und natürlich auch von zu Hause aus per Mail. Die entsprechende E-Mail-Adresse wird wie immer eingeblendet. Und für alle, die hier im Auditorium Fragen stellen möchten, nutzen Sie bitte unser Saalmikrofon, das Ihnen angereicht wird, damit die Zuschauer zu Hause Sie auch hören können. Bleibt mir kurz Herrn Professor Bösch vorzustellen. Er ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam und Professor für deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Als External Supervisor hat er die Doktorarbeit von Norman Dormeyer betreut. Sie erschien 2010 unter dem Titel »Der Eulenburg-Skandal – Eine politische Kulturgeschichte des Kaiserreichs«. Zu den Arbeitsschwerpunkten von Herrn Professor Bösch gehören die Mediengeschichte, insbesondere die Beziehung von Medien- und Gesellschaftswandel. Er hat dazu zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. Besonders hinweisen will ich in unserem heutigen Kontext auf seinen Aufsatz »Medien im Nationalsozialismus – Transnationale Perspektiven« und auf seinen im letzten Jahr erschienenen Aufsatz »Parlamente, Medien und Öffentlichkeiten«. Bevor Herr Professor Bösch die Moderation übernimmt, darf ich nun Herrn Pappas um das Grußwort bitten. Danke. Guten Abend. Es ist mir eine besondere Ehre, Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren, heute Abend als Vorsitzender des Vereins der ausländischen Presse zu dieser Veranstaltung hier in der Topographie des Terrors, diesen historischen Ort, begrüßen zu dürfen. Bevor Herr Dormeyer mit der Präsentation seines Buches »Weltöffentlichkeit und Diktatur – Die amerikanischen Auslandskorrespondenten im Dritten Reich« beginnt und uns ein gewiss interessantes Podiumsgespräch erwartet, möchte ich einen Punkt erwähnen, den ich für unseren Verein, den VAP, besonders wichtig finde. Der VAP ist der älteste journalistische Verein in Deutschland. Gegründet im Jahr 1906, hat der VAP eine fast ununterbrochene Geschichte hinter sich. Nur in den Jahren von 1945 bis 1951 ruhte der Bereich, der Verein. 1951 setzten die Korrespondenten in Berlin die alte Tradition fort, während sich zeitgleich in Bonn ein
ähnlich strukturierter Verein gründete. Die Verschmelzung beider Vereine erfolgte 1999. Heute zählen zu seinen Mitgliedern ca. 430 Korrespondenten der größten Medien aus über 60 Ländern der Welt. Man könnte praktisch die Geschichte Deutschlands im vergangenen 20. Jahrhundert durch die Geschichte des VAP erzählen. Denn die Wechselwirkungen zwischen Politik und Presse sind bekannt und vorhanden, heute wie damals. Und die politische Wirkungsmacht der Auslandskorrespondenten in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts war enorm. Aber wie sieht eigentlich der Blick in den Spiegel für den VAP aus? In den insgesamt stark ausdifferenzierten Erforschung des Dritten Reichs sind die Auslandskorrespondenten eine Leerstelle geblieben, postuliert Dr. Dohmeyer in seinem Buch, das er uns heute hier präsentiert. Warum ist das so eigentlich? Das ist eine Frage, die die historische Forschung beantworten muss. Die heutige Veranstaltung ist gewiss ein Beitrag dafür, diese Leerstelle mit einigen Fakten zu füllen. Zum Beispiel mit einem Blick in das Archiv des Vereins der ausländischen Presse im Jahr 1933. Edgar Anselm Maurer, Korrespondent des Chicago Daily News, wird am 21. Januar 1933 zum Vorstandsvorsitzenden des Vereins der ausländischen Presse in Berlin mit 46 von 57 Stimmen gewählt. Maurer sieht frühzeitig den Terror der Nationalsozialisten kommen. In seinem in englischer Sprache veröffentlichten Buch schilderte er die Tendenzen von Remilitarisierung und Antisemitismus und warnt vor der Gefahr der machtbesessenen Nationalsozialisten. Die deutsche Regierung ist so verärgert, dass sie droht, den Verein, solange Maurer als Vorsitzender fungieren würde, zu boykottieren. Er solle seinen Vorsitz aus Gesundheitsgründen niederlegen und über die wirklichen Gründe stillschweigen bewahren. In einer Erklärung an die Mitglieder des Vereins schrieb Maurer: Obgleich mein Buch die gegenwärtige Entwicklung in Deutschland durchaus kritisch behandle, enthält es nichts, was ein politischer Schriftsteller nicht unbedenklich sagen dürfte. Daher fühlte ich mich verpflichtet, diesem, sagen wir, außergesetzlichen Druck nicht zu weichen. Zitat Ende. Die Reichsregierung aber macht ernst und boykottiert den Verein. Maurer bittet daraufhin auf eine außerordentliche Generalversammlung am 5. April 1933 seinen Rücktritt an. In seiner Erklärung an die Mitglieder schließt er mit folgenden Worten: Verantwortliche ausländische Zeitungskorrespondenten dürfen durch keine Art gesellschaftlichen oder sonstigen persönlichen Drucks in der Freiheit ihrer Kritik behindert werden, soweit sie aufgrund einwandfreien Materials für ihr Land berichten. Ob sie diesen Standpunkt mit mir zu teilen gewillt sind, weiß ich nicht. Um darüber Klarheit zu schaffen, bitte ich Ihnen hiermit meine Demission an. Bitte entscheiden Sie. Die überwältigende Mehrheit des Vereins bestätigte Maurer jedoch demonstrativ im Amt. Er bleibt Vorstandsvorsitzender. Maurer hält den politischen Druck zuerst stand. Als er aber von der Verhaftung des VAP-Gründungsmitglieds Paul Goldmann, Berlin-Korrespondent der in Wien ansässigen Zeitung Neue Freie Presse, erfährt, tritt er im Gegenzug zu dessen Freilassung zurück. Früher als eigentlich geplant sieht er sich sogar gezwungen, Deutschland zu verlassen. Ihm wurde unmissverständlich von den Behörden mitgeteilt, dass man seine Sicherheit nicht garantieren könne. Persönlich kann sich Maurer bei den VAP-Mitgliedern für die mutige und freundschaftliche Unterstützung, in Anführungszeichen, im Kampf des Vorstands um die Unabhängigkeit der ausländischen Presse nicht mehr bedanken.
Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich brieflich auszudrücken. Auf einer weiteren außerordentlichen Generalversammlung vom 5. September 1933 wird sein Brief an die Mitglieder verlesen. Er schließt in der Hoffnung, dass der Verein und seine Mitglieder auch weiterhin Unabhängigkeit bewahren. Sein Brief endet wie folgt. Sollte es für ausländische Korrespondenten unmöglich werden, in diesem Lande zu sagen, was sie zu sagen haben, dann wäre es wohl das Richtige, die Koffer zu packen und abzureisen. Ich hoffe und wünsche, dass der Verein auch weiterhin seine Aufgabe erfüllen kann. Aber tausendmal lieber ihn auflösen, als den sonst berechtigten Verdacht entstehen zu lassen, der Verein der ausländischen Presse zu Berlin sei gleichgeschaltet worden. Gleichgeschaltet war damals die deutsche Presse. Sehr eindrücklich schildern uns diese Dokumente aus dem Archiv den öffentlichen Druck der Diktatur auf die Auslandspresse. Bespitzelung, Drohungen, Pressekampagnen, Verhaftungen ebenso wie Ausweisungen blieben an der Tagesordnung. Es gab aber auch Hilfeleistungen für verhaftete Mitglieder und Wohlfahrtsinitiativen für die Notleidende und auch Pulitzer. Wie genau die Antwort auf die schwierige Frage des Handels der Auslandspresse unter den Bedingungen der Zwangslagen und Handlungsspielräume in der Diktatur ausfallen muss, kann nur eine eingehende Beschäftigung mit den Dokumenten aus dieser Zeit ergeben. Die Ergebnisse seiner Forschung wird uns gleich Dr. Dohmeier präsentieren. Lassen Sie uns heute Abend aber auch den Bogen in die Gegenwart spannen und der Frage nachgehen, wie Journalistinnen und Journalisten heute in autoritären Regimen bzw. Diktaturen arbeiten. Wir möchten uns bei Herrn Dr. Dohmeier, bei Herrn Professor Dr. Frank Pösch, bei Frau Lotta Ludberg und Herrn Rob Savelberg, beide Mitglieder des Vorstandes des VAP, und bei Herrn Kai-Uwe von Damaros von der Stiftung Topographie des Terrors für das Zustandekommen dieser Veranstaltung ganz herzlich bedanken. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem sehr aktuellen Thema. Weltöffentlichkeit und Diktatur ist natürlich, Sie sagten es gerade, etwas, was uns heute auch beschäftigt. Die Zahl der Diktaturen in der Welt nimmt zu und wir sind mehr denn je darauf angewiesen, dass Journalistinnen und Journalisten aus diesen Ländern berichten, um politisch zu bewerten, aber eben auch, um natürlich rückzuwirken in diese Länder. Und dabei ist es oft nötig, einen Spagat zu machen, um tatsächlich auch Kontakt zu Machtzentren zu kriegen. Sich nicht zu sehr anzupassen, aber eine gewisse Anpassung ist nötig. Und genau diesen Spagat untersucht Norm Dohmeier in seinem Buch. Es sind, ich weiß gar nicht, ob wir ein Exemplar zum Rumgeben haben, sonst gebe ich gleich meins rum, rund 700 Seiten. Also es ist wirklich sehr detailliert beschrieben. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist eine große Forschungsleistung, sowohl für den Bereich der Mediengeschichte. Man lernt sehr, sehr viel über die Arbeit von Journalisten, als auch über die Geschichte des Nationalsozialismus, weswegen wir dankbarerweise auch an diesem Ort tagen können. Ich will vielleicht nur 5, 6 Stichpunkte hervorheben. Man lernt sehr viel über das Alltagsleben der Journalistinnen und Journalisten in Berlin in der NS-Zeit. Man lernt sehr viel darüber, wie Nähe zu NS-Größen gemacht wurden. Macht man eigentlich Interviews mit Hitler oder Goebbels oder Göring oder instrumentalisiert man sich? Man lernt aber auch, wie gut informiert eben die Journalistinnen und Journalisten waren, die fast alle großen Ereignisse schon vorher wussten und dann eben auch mit der heimischen Regierung sich austauschten. Das heißt, sie werden tatsächlich zu Diplomaten in Hemdsärmeln, wie man hier sehen kann, und werden zu wichtigen Akteurinnen und Akteuren im Kampf der Systeme und auch im Zweiten Weltkrieg. Und man lernt eben beispielsweise auch, wie wichtig Hitler, Goebbels ohnehin, die Weltöffentlichkeit war. Diktatoren wollen oft
geliebt werden in der Weltöffentlichkeit, wollen anerkannt werden und wollen die Weltöffentlichkeit benutzen. Dazu wird Norm Domer ja gleich mehr sagen. Zu seiner Vorstellung vielleicht nur zwei, drei Stichworte. Er hat in Florenz an der European University promoviert mit einer Arbeit über den Eulenburg-Skandal, hat danach auch lange im Bereich der Homosexualitätsgeschichte gearbeitet, auch mit vielen Studien hier zu Berlin und sich schon seit sehr langem eben auch seit 2010 mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten hier im Berlin und im Nationalsozialismus beschäftigt. Und seine Forschungen wurden weltweit aufgegriffen. Man hat das, glaube ich, ganz, ganz selten, dass ein Buch, bevor es erscheint, schon in der Weltpresse Beachtung findet. Seine Enthüllungen etwa über die Kooperation von AP, der amerikanischen Nachrichtenagentur, mit dem Dritten Reich haben dazu geführt, dass die Washington Post, Le Monde, der Spiegel, also die internationale Presse, alle berichtet haben, AP sofort reagierte, einen 160-Seiten-Bericht gemacht hat. Das heißt also, dieses Buch hat, bevor es rausgekommen ist, schon internationale Wellen geschlagen. Und diese Wellen gehen weiter. Und deswegen sind Sie auch so zahlreich hierher gekommen. Ich freue mich jetzt auf Norm Domeyers Vortrag zu seinem Buch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr zahlreiches Erscheinen hier vor Ort, auch im Livestream. Und ich will direkt in medias res gehen, damit wir auch auf jeden Fall nachher noch genug Zeit für die Diskussion, auch noch für Ihre Fragen haben. Zeige Ihnen hier die Übersicht. Also das wird jetzt eine wirklich kurze und knackige Tour de force durch dieses ja, fast 800 Seiten lange Buch. Ich lasse meine Uhr mitlaufen, damit wir auf jeden Fall in der Zeit bleiben. Sehen Sie die Übersicht grob. Und ja, Weltöffentlichkeit und Diktatur, die amerikanischen Auslandskorrespondenten im Dritten Reich. Der erste Punkt, wichtig eigentlich bis heute, ist auch schon angesprochen worden, die politische Wirkungsmacht der Auslandskorrespondenten. Vom ersten bis zum letzten Tag des tausendjährigen Reiches war eine erstaunlich freie Auslandspresse hier in der Reichshauptstadt Berlin präsent. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt war das Dritte Reich, diese Dinge sind alle, müssen Sie in Anführungszeichen denken, eine hermetisch abgeschlossene Diktatur. Nicht alle, aber viele der amerikanischen Berlin-Korrespondenten waren über zentrale Entscheidungen und wichtige Staatsgeheimnisse des NS-Regimes im Bilde. Diese konnten aus verschiedenen Gründen und Konstellationen nicht immer berichtet werden, wie etwa die Invasion Dänemarks und Norwegens, über die zum Beispiel NBC vorab informiert war. Ich komme darauf nachher noch kurz zurück. Doch die Tendenz der alltäglichen Berichterstattung der amerikanischen Journalisten in Berlin ging spätestens ab der sogenannten Röhm-Affäre 1934 bis zum Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 kontinuierlich dahin, die gewalttätige, kriegerische Natur des Nationalsozialismus und seine Unvereinbarkeit mit dem American Way of Life herauszustreichen. Das heißt, aus heutiger Sicht haben die amerikanischen Auslandskorrespondenten als gesamte Berufsgruppe gesehen alles richtig gemacht. Schaut man aber in die Details und in einzelne Jahre, Tage, Ereignisse, Situation wird allerdings kein Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sondern eher ein dunkles Grau sichtbar. Und diese Grautöne will ich heute in aller Kürze näher beleuchten. Denn die ausländischen Journalisten befanden sich in einem beständigen Aushandlungsprozess mit dem NS-Regime, dieses umgekehrt natürlich auch mit der Weltöffentlichkeit, die man in den NS-Herrschaftskreisen in erster Linie als von den Auslandskorrespondenten repräsentiert sah. Hier sieht man noch eben kurz vor seinem Sturz SA-Chef Ernst Röhm und Goebbels mit Diplomaten und Journalisten, darauf bereits zu sehen, ganz recht, Louis Lochner, der Chefkorrespondent von AP in Berlin, damals ein Name, auf den wir heute noch öfter kommen werden. Dies schließt eben nicht aus, dass es einige Staatsgeheimnisse und Tabus gab, die erfolgreich gehütet wurden, aber auch bei diesen waren erstaunlich oft einzelne Auslandskorrespondenten Mitwisser, wie wir sehen werden. Das NS-Machtzentrum, Göring, Goebbels, Ribbentrop, Röhm, Himmler, Rosenberg
und Hitler selbst interagierte viel stärker, viel offener, viel flexibler und viel länger mit der Auslandspresse als gedacht, nämlich bis eigentlich in die letzten Tage des Regimes im Frühjahr 1945. Jetzt. Viel spricht dafür, dass auch Hitler selbst weitaus aktiver Politik als Pressepolitik betrieb, als bisher gesehen wurde. Hier zu sehen, Göring, jetzt Reichsmarschall, umgeben von, es muss auch eine Veranstaltung des VAP gewesen sein, Louis Lochner ist zu sehen, seine Frau, von uns aus gesehen rechts neben Göring, eine wichtige Person, Sigrid Schulz, die Korrespondentin des Chicago Daily News und eine Vertraute, kann man sagen, zumindest gute Bekannte von Göring. Ich werde auf sie noch zurückkommen, was aber nicht eben automatisch bedeutete, dass sie auch eine NS-überzeugte Nationalsozialistin oder so gewesen wäre, sondern sozusagen im professionellen journalistischen Sinne. Auf Hitler zurückkommt, kann man sagen, dass er ja Leute natürlich wie Göring, sein Propagandaminister Goebbels nutzte für die großen Linien und gewagte Aktionen, etwa 1941 ein Beispiel, die versuchte mediale Ablenkung vom Überfall auf die Sowjetunion. Hitler hatte verschiedene natürlich Vertrauensfiguren für diese Dinge, sein Spin-Doktor kann man sagen, Reichspressechef Otto Dietrich, dann die Tagesparolen, Presseanweisungen und nicht zuletzt die tägliche Bild, sogenannte Bildvorlage beim Führer. Über diese Mittel nahm Hitler eigentlich ständig jeden Tag Einfluss auf die deutsche und die internationale Presse. Zu diesem wichtigen, vielleicht sogar zentralen Element von Hitlers Herrschaftsausübung ist wenig bekannt, kaum zu fassen angesichts von 75 Jahren teilweise exaltierter Hitlerforschung, aber wie ich denke erklärbar angesichts einer ins Abseits geratenen Medien- und Journalismusgeschichte in Deutschland. Wussten die gewöhnlichen Deutschen in ihrer kontrollierten Öffentlichkeit nur, was das NS-Regime erlaubte, war im Ausland, speziell in den USA, tagesaktuell fast alles über das Dritte Reich zu erfahren. Goebbels, hier zu sehen, eben mit Louis Lochner, der auch einige Jahre Vorsitzender des Vereins der ausländischen Presse in Berlin war. Goebbels bekam immer wieder den Unterschied zwischen den Berliner Auslandskorrespondenten und seinen NS-Schriftleitern zu spüren, also den gleichgeschalteten deutschen Journalisten ab 1933-34. Ich zitiere Goebbels: Mein Interview an die Pariser Korrespondenten ist von Unipress grotesk entstellt worden. Ich lasse für das Ausland ein Dementi dahinter laufen. Journalisten sind doch fast immer Reptile. Man kann ihnen kaum etwas im Vertrauen sagen. Also von Goebbels finden Sie in seinen Tagebüchern natürlich alle möglichen Hunderte von Stellungnahmen über Journalisten und den Journalismus. Wenn er gute Tage hatte, verstand er sich selber wieder als Journalist. Wenn er solche Szenen hetzt, er gegen Journalisten. Aber eben immer interessant zu sehen, sozusagen dieser Aushandlungsmodus auch für ihn selbst im Grunde tagtäglich in seinen Tagebüchern. Höchst eigensinnig, kann man also sagen, berichteten die vor allen Dingen die amerikanischen Auslandskorrespondenten aus der Reichshauptstadt Berlin, wo sie als politische Akteure wirkten und gleichzeitig eine enorme intellektuelle Deutungsmacht ausübten. Der zweite Punkt, auf dem schmalen Grat von Triumph und Versagen, das Leben der Berliner Auslandskorrespondenten, damit man auch einen Eindruck davon bekommt, eben auch wirklich ja, sozial-alltagsgeschichtlicher Art, wie haben sie hier in aller Kürze heute nur, wie haben sie eigentlich hier gelebt und gearbeitet. Die soziale Welt der Auslandskorrespondenten war vielschichtig und schillernd. Sie konnten beruflich wie privat die schönsten Seiten genießen, die ihr Gastland Deutschland anbot. Bereits die eigenen finanziellen und logistischen Ressourcen sicherten den amerikanischen Auslandskorrespondenten eine herausgehobene Stellung im politischen und sozialen Gefüge der Reichshauptstadt. Zahlreiche Bevorzugungen und Privilegien seitens des NS-Regimes kamen hinzu. Bereits im Kaiserreich und Weimarer Republik
erkämpften sich die Auslandskorrespondenten in Deutschland viele Möglichkeiten. Bezeichnenderweise galt nach 1918 der Auslandspresseball, damals eben organisiert vom Verein der ausländischen Presse in Deutschland, als das wichtigste gesellschaftliche Ereignis im politischen Berlin. Nach Gleichschaltung und Entrechtung der deutschen Presse ab 1933 trat dann die überlegene Deutungsmacht der Auslandskorrespondenten in Deutschland noch greller hervor. Für heutige Beobachter mag es morbide wirken, aber Berlin war nicht nur in den sogenannten goldenen 20ern, sondern auch nach 1933 einer der, wenn nicht der, begehrteste Nachrichtenplatz der Welt. Langeweile gab es fast nie, wie alle Schilderungen zum Tempo der NS-Politik zum Ausdruck bringen. Das NS-Regime erzeugte einen regelrechten Nachrichtenrausch, dem die amerikanischen Korrespondenten unmittelbar ausgesetzt waren, ja, den sie häufig performativ verstärkten oder gar erst erzeugten. Zerstreuung und Erholung hielten die Auslandskorrespondenten und auch die Auslandskorrespondentinnen. Es ist auch damals sind die Jahre der ersten hauptberuflichen Auslandskorrespondentinnen für wohlverdient. Im Reich, aber auch in ganz Europa nutzten sie alle verfügbaren Möglichkeiten zur Entspannung. Durch üppige Reisebudgets für Reisen im In- und Ausland waren regelmäßige Orts- und Perspektivenwechsel eine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch wichtig zu betonen, die Freizügigkeit wurde der Auslandspresse vom NS-Regime sogar im Zweiten Weltkrieg nur für Kampf- und Sperrgebiete eingeschränkt. Ansonsten konnten sie reisen, wie sie wollten. In Berlin selbst konnten die Auslandskorrespondenten eine traditionell gute Infrastruktur nutzen. Berufsständische Probleme wurden weitgehend vom VAP gelöst. Der Eintritt zu Reichstagssitzungen, Einladungen zu exklusiven politischen Terminen, kostenlose Tickets für kulturelle Highlights wie Staatsoperpremieren wurden vom VAP organisiert oder das eigene Medium befand sich ohnehin auf entsprechenden Verteilern von staatlichen Stellen und Lobbys. Zusammen, also konzentriert kann man sagen, privat ging der amerikanische Auslandskorrespondent im Grunewald Tennis spielen und auf dem Wannsee segeln, fuhr im Winter in den Schweizer Alpen Ski, wie Louis Lochner auch noch Anfang 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg, und badete im Sommer an der Adria oder der Riviera. Das berufliche und das private Leben, über das man noch viel sagen kann, ging dabei fließend ineinander über. Den geselligen Austausch untereinander garantierte neben dem VAP für die Amerikaner und Briten ihr Stammtisch in der Taverne. Hier zu sehen auf einer der wenigen Abbildungen, die sie erhalten haben, hier auch in gezeichneter Form, ungefähr aus der Zeit der Olympiade, wie man hinten an dem Zeichen sehen kann. Also zum Essen oder auf auch zu viele Drinks traf man sich daneben natürlich auch vor allem in der Bar des Hotel Adlon. Einige Auslandskorrespondenten zogen so als Dauergäste ins Adlon ein. Ihr luxuriöser Lebensstil wurde von vorteilhaften Steuer- und Wechselkursregelungen begünstigt. Nach Kriegsausbruch im September 1939 brachen für die meisten Deutschen die harten Zeiten der Lebensmittelrationierung an. Nicht so für die Berlin-Korrespondenten. Sie erhielten die Lebensmittelleistungen eines Schwerarbeiters, war aber gar nicht so wichtig, denn sie durften frei Waren importieren, was sonst keinem Deutschen erlaubt war. Erhielten zwei Auslandspresseclubs hier eröffnet, betrieben in scharfer Konkurrenz, typisch für die NS-Polykratie, zwischen Auswärtigem Amt Ribbentrop und dem Propagandaministerium Goebbels. In beiden Clubs, über die man auch viel sagen kann, konnten alle möglichen Bedürfnisse gestillt werden. Kurzum, für Auslandskorrespondenten in NS-Deutschland, insbesondere die Amerikaner, war das Leben in materieller Hinsicht splendid. Das Thema der nationalsozialistischen Politik, die mentale Anspannung innerhalb einer Diktatur, auch medial oben aufzubleiben, konnten hingegen ihren psychischen und physischen Tribut fordern. Dennoch oder gerade deshalb galt Berlin nach 1933 eben als der spannendste und begehrenswerteste Nachrichtenplatz der Welt. KZs, Kirchenkampf, Aufrüstung, Kriegsgefahr, alles das waren Themen, die Auslandskorrespondenten liebten. Viele Redaktionen forderten irgendwann ihre Atrocity Story of the Week aus dem Dritten Reich.
Die ideologische und arbeitspraktische Bandbreite und innerhalb der Auslandskorrespondenten war allerdings enorm. Ich kann heute nur kurze Beispiele geben angesichts der Zeit. Sie offenbarte sich etwa beim Rennen um die Berichterstattung des sogenannten Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Hier zu sehen zwei Vertreter der extremen Seiten sozusagen. George Ward Prize, der in der Entourage der NS-Machthaber in Österreich eintraf, aus dieser Perspektive allein berichtete, und George Gaddy auf den Straßen, der auf den Straßen und den Hinterhöfen Wiens unterwegs war, wo er auch zahlreiche Gräueltaten als Augenzeuge beobachten konnte. Das heißt, die journalistische Kluft konnte in einzelnen Berichtssituationen teilweise enorm sein. Interessant auch der Wettlauf des Radios in dieser Zeit, auch innerhalb der amerikanischen Journalisten selbst, auch beim Anschluss, sogenannten Anschluss Österreichs, etwa hier zwischen Max Jordan von NBC und William Shirer von CBS um die schnellste Radioberichterstattung. Hier ist nicht so ein großer inhaltlicher, arbeitsmethodischer Unterschied festzustellen, aber auch wenn Max Jordan, der im Grunde durch diese Arbeit erst wieder entdeckt wurde, über die besseren Kontakte zu NS-Funktionsträgern verfügte. Es ist eine längere Geschichte, aber können wir vielleicht in der Diskussion noch darauf eingehen, aber auch gleichzeitig eben mit vielen deutschen Widerstandskreisen verbunden war. Wichtig ist, das festzuhalten, wirklich frappierend, wie sehr der Aufstieg des Radios als Medium der internationalen Politik in der damaligen Zeit mit den Ereignissen in Mitteleuropa vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verknüpft war. Insbesondere die Nervenanspannung, das Agieren am Rande eines Kriegsausbruches beim Anschluss Österreichs und dann einige Monate später folgend bei den Verhandlungen über die sogenannte Sudetenkrise in Bad Godesberg und München, ließ sich am besten durch das Radio transportieren. Auf diese Weise wurden Millionen neue Hörer in den USA erreicht, die sich auch, was schon neu war, in den Bann der europäischen Politik ziehen ließen. Zum Beispiel ist Orson Welles, ja, für die meisten von Ihnen bekannt, Krieg der Welten am 30. Oktober 1938, als Medienereignis eigentlich nur erklärbar, dass das fast exakt 4 Wochen nach dem Radionervenkrieg um das Münchner Abkommen stattfand. Die großen amerikanischen Radionetzwerke CBS, NBC schufen als direkte Folge der Münchner Konferenz im September 1938 ein Gitter an internationalen Korrespondenten und Berichtsorten für ihre jetzt sogenannten Rundschauen. Den Begriff haben wir heute noch oft in Medienformaten. Klingt so harmlos, war aber damals eine Innovation und auch eine wichtige medienpolitische Errungenschaft, denn wenn ein Regime wie etwa das NS-Regime die Berichterstattung in seinem Herrschaftsbereich unterband an einem Ort oder über Gebühr beeinflusste, wurde eben im Sinne dieser Rundschau von zahlreichen anderen Orten weiter live berichtet und dann natürlich meist nicht im Sinne des Regimes. Hier zu sehen eben Max Jordans großer Konkurrent, Nebenbuhler William Shirer von CBS. Es ist auffallend, dass gerade diese beiden Radiokorrespondenten in zahlreiche Staatsgeheimnisse von den Blitzkriegen bis hier zu sehen zum Waffenstillstand von Compiègne eingeweiht waren. Interessanterweise ließen sich allerdings nicht alle Staatsgeheimnisse in sogenannte journalistische Scoops ummünzen, also die erste Berichterstattung, wie etwa die Vorabinformation Max Jordans über den deutschen Angriff auf Dänemark und Norwegen belegt. Jordan war hier, wenige hundert Meter von hier, im Tiergarten von Karl Gördler selbst darüber informiert worden, dass diese Invasion, eine sogenannte Operation Weserübung, stattfinden wird. Und das ist eine dieser bemerkenswerten Szenen, setzte sich auch gleich in den nächsten Flieger, Ressourcen spielten keine Rolle, flog nach Kopenhagen und wanderte im Grunde, kann man schon sagen, wie ein Zombie durch die Hauptstadt Dänemarks in dem Wissen, dass hier ungefähr 48 Stunden später die Wehrmacht einmarschieren wird.
ist eine Episode für sich. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich Ihnen gerne noch Dinge dazu erzählen. Er konnte nicht darüber berichten. Er hat sein Radionetzwerk und auch die amerikanische Botschaft in Kopenhagen informiert. Das heißt, NBC war immerhin in Alarmstellung, konnte dann auch sofort an mehreren Orten über den Einmarsch berichten. Aber es war eben nicht möglich, das ist jetzt schwierig, aber auch ganz faszinierend, das zu erklären, zu versuchen, nicht im Voraus schon über etwas stattfinden, das eben noch nicht begonnen hatte. Aber trotz dieses Grundproblems kann man sagen, medialer Faktizität gelangen beachtliche Scoops. Also Max Jordan etwa sendete den Text des Münchner Abkommens in die USA, bevor die britische Regierung ihn von ihren Emissären erhalten hatte. Exakt 17 Minuten nach Unterzeichnung war er live im sogenannten Braunen Haus in München auf Sendung und teilte das den amerikanischen Radiohörern mit. Shira, hier zu sehen, meldete den Waffenstillstand von Compiègne und damit auch die Niederlage Frankreichs, bevor das deutsche Radio diesen Triumph gebührend auskosten konnte und bevor die besiegten Franzosen im Bilde waren. Die amerikanische Öffentlichkeit spürte in solchen Momenten, dass sie die bestinformierte Öffentlichkeit der Welt war und dass die USA die Weltmedienmacht des 20. Jahrhunderts darstellten, noch bevor sie endgültig zur politischen und medialen Weltmacht aufgestiegen waren. Die Grenzen zwischen dem Berichten über Geschichte und dem Machen von Geschichte waren fließend, zumindest aus Sicht selbstbewusster Auslandskorrespondenten, wie hier zu sehen Karl Henry von Wiegand, dem Chefkorrespondenten der Hearst-Presse in den USA. Sein Statement, I first put Hitler on the world news map, und die Zuschreibung, er sei als Journalist a maker of history, bringen Selbstwertgefühl und Anspruch der Stars unter den damaligen Auslandskorrespondenten auf den Punkt. Wiegands langer Weg mit Hitler von 1921 bis 1940 ist insgesamt beachtlich, zumal er als, wenn man so will, auslandsjournalistischer Weggefährte des Führers der Forschung bisher gar nicht bekannt war. Wiegand führte bemerkenswerterweise das erste und das letzte Interview eines Amerikaners mit Hitler 1921 und 1940. Es ist beispielsweise auch in der Forschung und in der Analyse von Hitlers Mein Kampf, ist ja jahrelang darüber diskutiert worden, bisher gar nicht gesehen worden, dass Hitler bereits vor dem Abfassen bzw. Diktieren seines Buches in engem Kontakt mit Journalisten, speziell mit ausländischen Journalisten, stand. Das heißt, seine zahlreichen Äußerungen im Buch selbst zum Journalismus, wie auch zu ganzen Ländern und Weltregionen wie Nordamerika und den USA, hat dies natürlich beeinflusst. Wichtig ist zudem, in welchem Ausmaß Hitler, wie sein letztes Interview mit Wiegand im Juni 1940, kurz vor dem Fall von Paris, belegt, Auslandskorrespondenten als politische Akteure verstand, die es zu nutzen, zu beeinflussen, mit denen es zu verhandeln, Sichtweisen und Interpretationen auszuhandeln galt. Der Versuch Hitlers, Wiegand im Frühsommer 1940 nach ihrem Interview als informellen Friedensboten zu den Briten zu schicken, spricht eine klare Sprache. Selbst wenn dies nur als ein Versuchsballon gedacht war, entsprach es doch exakt der NS-Außenpolitik jener Monate. Dass Wiegand sich bei dieser Gelegenheit erinnerte und es vermutlich auch Hitler mitteilte, bereits im Frühjahr 1918 als Auslandskorrespondent und schon als informeller Friedensbote für einen Separatfrieden zwischen den USA und dem Deutschen Reich ausersehen gewesen zu sein, ist im Grunde ein Treppenwitz der Geschichte. Das ist auch eine Geheimmission sozusagen eines Auslandskorrespondenten, über die vorher gar nichts bekannt war und die auch noch weiter erforscht werden muss. Es gab diese Überlegungen in den ersten Wochen des Jahres 1918 der USA bereits wieder aus dem Ersten Weltkrieg auszusteigen. Von den Details und Erfolgschancen dieser beiden Missionen 1918, 1940 abgesehen, denen die klassische Diplomatiegeschichte noch nachgehen sollte, ist als Fakt festzuhalten, welche großen politischen Rollen einzelne Auslandskorrespondenten im 20. Jahrhundert gespielt haben, zumal erst ein Bruchteil solcher politisch-medialer Liaison dangereuse bekannt und erforscht ist.
Ein Grund mag darin liegen, dass sie meist im Widerspruch zu international vorherrschenden journalistischen Ethik standen und bis heute stehen, wonach sich ein guter Journalist, also auch ein guter Auslandskorrespondent, mit keiner Sache gemein zu machen habe, auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt, Partei ergriffen zu haben, selbst für die siegreiche Seite, würde in der Rückschau von Journalistenmemoiren schal wirken oder doch den journalistischen Nimbus verletzen, weil finden sich dort auch nur wenige solcher Hinweise. Dass Wiegand und die Hearst-Presse, die er global repräsentierte, keine Abweichungen von vermeintlich überzeitlichen journalistischen Tugenden waren, zeigt auch der jahrelang schon angesprochene, geschmeidig funktionierende geheime Deal zwischen Associated Press, AP, der bis heute größten Nachrichtenagentur der Welt, und dem Dritten Reich, der bis in den Untergang im Frühjahr 1945 hinein funktionierte. Ich kann auch nur aus Zeitgründen jetzt ein paar Worte dazu sagen, können wir vielleicht noch darauf eingehen. Das AP-Büro in Berlin wurde im Grunde nie geschlossen, sondern als Büro Laux weiter betrieben bis ins Frühjahr 1945. Und man hatte sich schon vor dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 darauf verständigt, dass man weiter im Geschäft bleiben würde, und tauschte dann zwischen 1942 und 1945 schätzungsweise 40.000 Nachrichtenfotos jeden Tag über die neutralen Hauptstädte Lissabon und Stockholm aus. Es erklärt, warum auch über 70 Jahre niemandem aufgefallen, die gesamte amerikanische, britische Presse der damaligen Zeit voll ist mit frischen NS-Fotos aus den Tagen zuvor, und umgekehrt die NS-Presse, auch die in den besetzten Ländern, voll ist mit ganz frischen, schönen AP-Fotos aus allen Teilen der Welt. Die Bedeutung sieht man etwa an diesem Foto hier aufgenommen, manche von Ihnen mögen es kennen, direkt nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 1944. Hitler gibt Mussolini die linke Hand, die rechte ist ja verletzt worden. Das ist eben ein Musterbeispiel dafür, warum dieser geheime Austausch auch so politisch relevant war. Denn dieses Foto muss innerhalb kürzester Zeit im Führerhauptquartier aufgenommen, entwickelt, per Flugzeug nach Stockholm gebracht worden sein. Dort stand der nächste AP Radiotransmitter bereit. Diese Linie ist erst aufgebaut worden mitten im Krieg nach London, konnte dieses Foto also gesendet werden von London nach New York und war dann keine 48 Stunden später auf dem Frühstückstisch der New Yorker mit der Message: Der Führer ist am Leben. Es hat keinen Sinn, jetzt irgendwie militärische Spezialmaßnahmen zu machen, etwa in Berlin Fallschirmjäger abzusetzen oder so. Dieses Attentat ist gescheitert. Schließlich als letzter Punkt: Bei der Betrachtung des Verhältnisses der Berliner Auslandskorrespondenten zum Mord an den europäischen Juden, also zu dem, was wir heute Holocaust nennen, zeigt sich ebenfalls, dass es eine erkenntnistheoretische Sackgasse ist, rein normativ, idealtypisch auf Auslandskorrespondenten zu schauen. Denn der investigativ recherchierende Journalist, der zwischen 1941 und 1945 am Holocaust als one of the biggest stories of the century dran war, wie es der israelische Historiker und Journalist Tom Segev genannt hat, es gab ihn nicht. Als Wunschvorstellung flackert diese Figur manchmal in der Literatur auf, etwa in Robert Harris' Roman Fatherland. Die Macht war aber da. Die Auslandskorrespondenten hielten sie in ihren Händen. Das bewiesen die amerikanischen Auslandskorrespondenten etwa in der Kristallnacht und der folgenden Berichterstattung 1938-39, hier legten sie ein Zeichen ihres journalistischen Könnens ab. Und interessanterweise sorgte diese Berichterstattung über die sogenannte Kristallnacht vor allen Dingen beim NS-Regime dafür, diese dann auch abzubrechen, da die Berichterstattung katastrophal war in den USA und Großbritannien. Das heißt, die Regierungen, die amerikanische, britische Regierung, haben eigentlich wenig getan, aber diese Medienberichterstattung wirkte unmittelbar sofort zurück auf das NS-Regime, das dadurch dieses Pogrom abbrach. Aber es war nur, kann man sagen, in logistischer, medialer Hinsicht ein Ausrutscher der Nationalsozialisten. Die Beseitigung der Juden in ihrem Herrschaftsbereich war, auf welche Weise auch immer, im Schatten eines großen Krieges bereits fest beabsichtigt. Und dies war politisch sensiblen Auslandskorrespondenten wie etwa Otto Tolicius von der New York Times auch bereits Ende 1938, Anfang 1939 klar.
Es erklärt aber eben nicht, es ist gut recherchiert worden, wie sozusagen die Berichterstattung über den Mord an den Juden untergegangen ist in Zeitschriften wie der New York Times, unter ferner Liefen auf Seite 12, 17 und so weiter von Deborah Lipstadt und Laura Leff. Wunderbare Studien, die ich nur empfehlen kann. Diese Erkenntnisse erklären aber nicht, warum jetzt nicht die Spitzenkorrespondenten und Korrespondenten der damaligen Zeit an dieser Story of the Century dranblieben. Denn sie hatten sogar noch hier aus Berlin diesen Zeitungsartikel von, im Grunde eine Presseerklärung von Goebbels, 10 Punkte gegen die Juden im November 1941, hier mitbekommen, live in Berlin. Im Gegenteil, das ist ein Text, der sogar vorab gedruckt wurde in der amerikanischen Presse. Das gab es damals öfter. Also eigentlich sehr üblich, dass so die wichtigsten Statements, auch Fotos, immer vorab der amerikanischen Presse gegeben wurden, bevor sie dann in der NS-Presse erschienen. Das heißt, meine Studie kann die eklatante mediale Ignoranz des Mordes an den europäischen Juden zumindest um diese Perspektive der amerikanischen Auslandskorrespondenten erweitern und so vielleicht etwas besser verständlich machen. Denn obwohl sie bis Ende 1941 mitbekamen, wohin das Regime in der sogenannten Judenfrage steuerte, beschäftigten sich die großen Namen wie Lochner, Wiegand, Schulz, Jordan nicht oder nur am Rand mit dieser Story. Einzig William Shirer versuchte sporadisch, wie in solchen Texten, den Blick, aber es ist eine Special Interest Publikation, den Blick nur auf den Judenmord zu lenken. Schulz war zu krank, Wiegand in Manila schwer verwundet worden, Lochner und Jordan mit anderen Projekten zu ausgelastet, um den Spuren zu folgen. Die zweite Erklärung für das Desinteresse der auslandsjournalistischen Elite der USA muss in dem geheimen Deal zwischen AP und dem Dritten Reich gesehen werden. Denn durch diese clandestine Kooperation von 1942 bis 1945 war jeden Tag ein Überschuss an Nachrichten und Bildern vom Kriegsgegner verfügbar. Das heißt, man hatte jeden Tag in New York und London mehr als genug Fotos, Stories, die sogar noch verdeckt werden mussten, ihre Herkunft. Es kam über diesen geheimen Kanal mit dem Feind mehr als genug spannende und exklusive Stories und Fotos herein. Sieht man hier so ein Beispiel, wie diese Nachrichtenfotos damals hin und her oszillierten. Zeigt auch, dass es keine getrennten Kriegsöffentlichkeiten gab, zumindest in medialer Hinsicht. Das heißt, diese, wenn man so will, Sättigung, diese Saturiertheit der amerikanischen Presse muss in Zukunft zur Erklärung des Desinteresses am Mord an den europäischen Juden mit herangezogen werden. Es lähmte, kann man so sagen, die ansonsten bis heute eigentlich stark ausgeprägte investigative Energie der amerikanischen Presse, hier diesen Spuren, die es gab, nachzugehen. Und ich komme zum Schluss, da die Zeit schon fortgeschritten ist. Weltöffentlichkeit und Diktatur damals und heute. Die Augen der wichtigsten Politiker, Institutionen des Dritten Reiches behielten die Weltöffentlichkeit ständig im Blick. Wie die zahlreichen Pressesammlungen, Presseauswertungen, Pressevorlagen, Presseanweisungen belegen. Hitler selbst, hier zu sehen, verbrachte kaum einen Tag, ohne sich Nachrichten und Pressefotos aus dem Ausland vorlegen zu lassen und dann auch zu intervenieren. Irgendein Aspekt der Weltöffentlichkeit findet sich auf beinahe jeder Seite der vieltausendseitigen Goebbels-Tagebücher. Es galt sozusagen über diese Weltöffentlichkeit und für ihre Verkörperung hielt man seitens des Regimes die Auslandskorrespondenten, die Weltöffentlichkeit zu gewinnen, zu erobern in einem quasi militärischen Verständnis, wie man auch hier sieht, wie wichtig sie waren, wie ernst genommen sie wurden. Außenminister Ribbentrop verkündet eben den Überfall oder den Angriff auf die Sowjetunion, die Kriegserklärung nachts hier in Berlin im Kreis der Berliner Auslandskorrespondenten. Das heißt, die Weltöffentlichkeit korrelierte, wenn man so will, mit dem ideologischen, geopolitischen und militärischen Ausgreifen des Nationalsozialismus, an dessen Ende einmal die Weltherrschaft stehen sollte. Wie Sigrid Schulz in ihrem Buch von 1944, Germany Will Try It Again, schrieb, When the Nazis say tomorrow the world, they mean the whole world. In diesem Buch warnte sie sehr negativ eben vor den zukünftigen postnationalsozialistischen Deutschen bereits 1944. Sie würden es eben wieder versuchen. Das Spannungsverhältnis
Zum Schluss zu kommen, das Spannungsverhältnis von Diktaturen und autoritären Regimen zu einer potenziellen demokratischen Weltöffentlichkeit besteht heute noch. Und nach wie vor spielen Auslandskorrespondenten, darunter einige weltweit bekannte Stars und einzelne Medienkonzerne, entscheidende Rollen. Vor allzu starken Idealisierungen von Journalisten und den Medien sollten wir uns jedoch hüten, auch wenn es um Medien aus den Mutterländern der Pressefreiheit geht. Die Verbindung zwischen Staat und Presse, zwischen Journalismus und Politik war schon immer eng und ein Graubereich, auch in Demokratien. Das heißt, Journalisten müssen nicht in NS, Schriftleiter und klandestine oder förmlich gekaufte Propagandisten degenerieren, um die Arbeit ihrer oder anderer Regierungen zu besorgen. Doch so wenig, wie es die Lügenpresse gibt, wie es jetzt wieder in Deutschland oft auf den Straßen skandiert wird, existieren die aufklärerischen Medien, die gleichsam auf natürliche Weise Recht, Freiheit, Recht, Wohlstand, Vernunft und Demokratie verbreiten. Ich würde dafür plädieren, einen an Medien- und Journalismuskritikern wie Karl Kraus, Maximilian Harden in Deutschland oder George Seldes im amerikanischen Bereich ein daran geschulter, realistischer Blick, diesen auf Journalisten und Medien zu pflegen als politischen Akteuren im 20. und 21. Jahrhundert. Das ist, denke ich, angebracht als einseitige Verdammungen oder Verherrlichungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr klaren, präzisen Vortrag, der, glaube ich, sehr informativ war. Ich stelle das Buch hier nochmal hin. Ich habe nochmal geguckt, 710 Seiten Text, aber es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Ich darf jetzt hier auf dem Podium begrüßen zum einen Lotta Lundberg hier zu meiner Linken, die in Uppsala geboren worden ist, also Schwedin, aber schon seit langem, fast 20 Jahre jetzt hier aus Berlin, berichtet für das Svenska Dagblad. Aber auch als Romanautorin aktiv ist. Zwei Romane, wenn ich richtig gesehen habe, sind eben auch auf Deutsch übersetzt. Einer, die Stunde Null, ist auch historisch, spielt auf mehreren Zeitebenen, 45, 84, 2004, Sternstunde. Rob Savelberg ist direkt daneben, auch schon länger hier, aus den Niederlanden kommt, seit 25 Jahren als Auslandskorrespondent hier in Berlin und berichtet für die größte niederländische Tageszeitung, der Telegraf. Ich würde zunächst vielleicht mit ein paar Fragen und auch vielleicht Rückfragen an Norm Domeyer beginnen. Eine Sache, die ja besondere Aufmerksamkeit gefunden hat und die du ja auch eben gerade angesprochen hast, ist diese Kooperation zwischen AP und den Nationalsozialisten. Und das ist natürlich auch ein großer Fund, ein Scoop, muss man wirklich sagen, auch aus der Geschichtswissenschaft. Kurz vorher war bekannt geworden, dass bis 1942 es überhaupt im ersten Kriegsjahr eben diese Kooperation gibt, jetzt sogar bis Kriegsende. Ich habe mich aber gleichzeitig bei der Lektüre, und ich habe das Buch sehr genau gelesen, gefragt, warum fällt das eigentlich keinem auf, wenn die gleichen Bilder im Völkischen Beobachter erscheinen und in der New York Times? Dann muss man sich doch fragen, wer kommt eigentlich so dicht an Hitler und Mussolini dran, um so schnell eben solche Bilder zu berichten? Das ist doch, muss doch eigentlich klar gewesen sein, dass es offizielle Bilder sind. Hat da eigentlich keiner nachgefragt oder das genauer geprüft, woher diese scharfen Bilder kommen? Oder wurde einfach gedacht, die sind rüberkopiert vom Völkischen Beobachter? Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ja, das dachten, glaube ich, viele. Viele dachten, das müssen Raubkopien gewesen sein. Also Sie können jedes beliebige Exemplar nehmen der damaligen wichtigsten amerikanischen Wochenzeitungen, Life, Look und so weiter. 1942, 43, 44 sind immer voll mit den schönsten NS-Fotos, auch wirklich ganz frisch. Also nicht, dass man denkt, gut, die haben sie vielleicht raubkopiert aus den Wochen davor oder Monaten davor, sondern teilweise ganz aktuelles Material und eben umgekehrt. Und
Ja, ich habe das ja auch schon ein paar. Ich bin ja eigentlich nicht von Haus aus Fotohistoriker. Ich habe jetzt ein paar Fotohistoriker, die es gibt es ja, es ist eine kleine Gruppe nur gefragt, die gesagt haben, ja, das ist dann tatsächlich 70 Jahre lang durchgerutscht. Oder die Menschen dachten, ja, es sind Raubkopien. Es sind ja nicht nur die Fotos ausgetauscht worden, sondern auch die Wochenschauen. Also die Newsreels beinhalten genauso die Bilder vom Kriegsgegner. Nur als letztes noch, in den Kreisen von AP und der sogenannten AP-Family war das immer ein offenes Geheimnis. Also da findet man schon auch so in den 70er Jahren, vor allem wenn dann einige AP-Fotografen doch irgendwie endlich mal auch das Prestige ernten wollen für die tollen Fotos, die sie gemacht haben damals. Und viele Fotos sind ja auch sehr toll und auch unter großen Gefahren gemacht worden. Merkt man, dass das schon so kommt, und in Ihrem Hausblatt wird das schon auch so relativ offen darüber berichtet, AP World. Aber es schwappt nie über in die Geschichtswissenschaft, die Fotogeschichte, die allgemeine Öffentlichkeit. Und gleichzeitig auf der einen Seite Kooperation. Wir haben die Interviewsituation hier gesehen, aber gleichzeitig auch der Kontakt zum Widerstand. Also der Hinweis auf die Kontakte zum 20. Juli, die bei den Auslandsjournalistinnen bestanden. Wie weit agieren Sie eigentlich tatsächlich als Politiker, die vorab Informationen kriegen, vielleicht auch die Informationen kriegen sollen? Das wäre ein erster Teil der Frage, aber der zweite Teil, wie gehen Sie damit politisch um? Inwieweit wird das Weiße Haus auch informiert darüber, was eigentlich ansteht, wenn Sie schon vorab etwa von Einmärschen wissen wollen? Es gab ja auch deine Publikation, das hast du jetzt nicht erwähnt, über den Lochner-Bericht, eben, wenn in dem Fall sogar der Zweite Weltkrieg schon vorher bekannt ist. Ja, vielleicht nur ganz kurz, das ist auch im Buch nur am Rand erwähnt, aus Platzgründen. Das ist jetzt ein größerer Aufsatz, kürzlich in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft geworden. Geht um diese berüchtigte Geheimrede Hitlers am 22. August 1939. Der Spiegel hat auch darüber berichtet, wer es da verkürzt nachlesen will. Ist das nur sogar einfacher? Genau, das findet man mit Googlen eigentlich relativ schnell. Dazu die neuesten Erkenntnisse. Bisher, das ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, würde ich behaupten, für die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft hat man das für eine Fälschung gehalten oder zumindest eine Dramatisierung. Aber ich vertrete die These, dass das völlig authentisch ist, so die authentischste Fassung dieser Hitlerrede, in der, deshalb ist das so wichtig und so relevant, vor den führenden Generälen im Grunde schon alle Dinge ankündigt, eben gut eine Woche vor dem Überfall auf Polen, die dann auch so stattfinden über Jahre. Also der Aufbruch zur Weltherrschaft, dass das aber im Grunde ein Schritt ist mit Völkermorden, ja, dass man alle missliebigen Völker, die der sogenannten arischen Rasse untergeordnet sind, ermorden wird. Ja, und alles das teilt er schon vor dem Kriegsausbruch, vor dem Überfall auf Polen, der Führungsspitze der Wehrmacht mit. Deshalb war das eben so eine heikle Quelle, weil man nach 45 das natürlich unglaublich peinlich war für die ganzen Ex-Wehrmachtsgeneräle, dass ihnen damit hätte gesagt werden können, ihr wusstet es doch schon vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ihr musstet es gar nicht erst in the heat of the action irgendwo miterleben oder Befehlsnotstand und so weiter, sondern er hat es euch doch über Stunden ganz klar gesagt, was jetzt stattfinden wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und deshalb ist das so ein wichtiges Dokument, und es ist so interessant, weil auch hier wieder ein Auslandskorrespondent so eine zentrale Rolle gespielt hat, denn Lochner erhielt diese Geheimrede, die gar nicht mitgeschrieben werden durfte, hat es dann versucht, wie die Widerstandskreise eigentlich dachten, es den Amerikanern zu geben. Die haben es nicht angenommen hier in der damaligen Botschaft aus bestimmten Gründen. Dann ist es an die Briten gelangt. Aber das sind, muss ich auch sagen, alles noch Dinge, denen man auch noch weiter nachgehen muss. Merkwürdigerweise 75 Jahre nach den Ereignissen muss man jetzt natürlich auch schauen, wo ist das überall gelandet? Wer hatte dann doch Wissen darüber, auch in Washington und in London und vielleicht sogar eben in Moskau? Und viele Dinge, da darf man sich jetzt auch keiner Täuschung hingeben, sind bis heute noch, wenn sie nicht tatsächlich verloren, zerstört wurden, sind bis heute klassifiziert. Das merkt man ja auch hier bei der AP-Geschichte. Das war ja alles klassifiziertes Material, das dann erst auf meinen Antrag hin 2017 deklassifiziert wurde. Ich würde gerne ein bisschen öffnen mal die Runde und vielleicht mit Rob Savelberg anfangen, der ja aus den Niederlanden stammt und
wir haben jetzt viel über die amerikanischen Korrespondenten geredet. Wie ist das mit den niederländischen Korrespondenten? Also ich weiß, du wolltest ursprünglich auch ein Buch über alle Korrespondenten aus allen Teilen der Welt schreiben. Da war so viel Material jetzt über die Amerikaner drin, dass es sozusagen erstmal im Vordergrund steht. Aber wenn ich vielleicht Sie dazu fragen dürfte. Ja, also guten Abend meinerseits. Niederländische Korrespondenten gibt es natürlich auch, ein Nachbarland von Deutschland. Also wir sind sehr nah dran. Es gab viele Deutsche, die niederländische Prinzessinnen, Kronprinzessinnen geheiratet haben. Also das Interesse war immer schon sehr groß in der Geschichte, also in den letzten Generationen natürlich. War es vielerlei so, dass die Königinnen aus den Niederlanden dann verheiratet waren mit einem Deutschen. Zum Beispiel darf ich Ihnen auch erzählen, dass ich in den Forschungen gefunden habe, dass auch der Prinz Bernhard aus Deutschland zum Beispiel hatte hier eine Audienz bei Adolf Hitler 2 Tage vor seiner Hochzeit. Er musste quasi um Erlaubnis bitten, um die niederländische Kronprinzessin zu heiraten. Und das hat er immer verschwiegen. Und danach konnte er als NSDAP-Mitglied und auch als Mitglied der Reiter-SS, konnte er die Kronprinzessin heiraten und Oberbefehlshaber der niederländischen Armee in London dann später noch werden. Also der Beruf ist wirklich sehr interessant, aber damals gab es auch aus meinem Land gab es auch Mitglieder im Verein der ausländischen Presse. Der Verein war damals groß und wichtig. Heute sind wir immer noch groß und machen auch eben diese Veranstaltungen nicht immer im Adlon Hotel, sondern auch an anderen Orten in der deutschen Hauptstadt. Ich habe eine Person mitgenommen. Das ist hier Max Blockseil. Der war auch im Vorstand des Vereins der ausländischen Presse und durfte dann auch eben der Aufstieg von Hitler mit erleben. Er hat in den 20er, 30er Jahren am Anfang noch ein bisschen so als nur der österreichische Malermeister so typiert. Aber dann später hat er auch Sympathie für den gehabt. Und man hat dann gesehen, wie auch die Niederländer vereinnahmt wurden von den Nazis. Die haben auch diniert und sich getroffen mit Goebbels, eben mit dem deutschen Führer damals. Und nicht alle waren so. Dieser Person, der Max Blockseil, der ist dann später nach Holland zurückgegangen, hat dann für die holländischen Nazis gearbeitet, viel im Radio hat er gesprochen und wurde dann auch unmittelbar nach dem Krieg erschossen. Das war das auch das Schicksal eines niederländischen Journalisten. Und deswegen, man ist immer sehr nah an der Quelle, man hat vielleicht sehr gute Informationen. Damals hat er für das Handelsblatt gearbeitet und lange hat er profitiert, aber irgendwann kann sich auch das Blatt wenden, wenn man mit dem Mächtigen ins Bett geht oder in den Aufzug, wie man manchmal, wenn der Aufzug nach oben geht, geht er manchmal auch nach unten. Ja. Frau Lundberg, Sie berichten aus Deutschland, aber ich weiß, dass Sie eben auch über Russland beispielsweise berichten. Stichwort nah an den Mächtigen sein. Also wie nah kann man eigentlich als Journalistin oder sollte man an die Mächtigen rangehen? Weil um ein Interview mit Putin oder mit seiner Entourage oder wen auch immer zu kriegen, muss man natürlich eine gewisse Loyalität oder Ähnliches erst einmal zeigen. Eben. Also man muss kein Hitler-Fan wahrscheinlich sein, aber zumindest eben auch nicht zu kritisch schreiben, um diese Interviewsituationen, die wir auch auf den Bildern gesehen haben, jeweils zu erreichen. Also was halten Sie, was für eine journalistische Ethik muss man eigentlich überhaupt haben, wenn man tatsächlich über politische Zirkel in Russland berichten will? Oder würden Sie sagen, das kann man gar nicht? Also das geht ja total nur um Ethik. Ihr ganzes Buch ist ja eine Nussschale, wenn man ein 800-Seiten-Buch eine Nussschale nennen könnte. Ich habe einiges über Russland geschrieben und wurden dann von zwei Seiten angegriffen. Also einerseits von den Russen selber, weil ich habe kritisch über Russland geschrieben und das wurde dann gleich ins Russische übersetzt, um jetzt den Bogen zum Heute zu spannen, erzähle ich das jetzt. Weil hier geht es ja um die ewige Frage, wer wüsste wann was und wie viel und wie lange davor. Und also diesen Vorwurf ist immer unterschwellig in diesem Gespräch. Und wir wüssten ja schon, was letztes Jahr, 24. Februar, passiert worden ist. Aber wenn das erwähnt wurde im Voraus,
so wie ich es gemacht habe, ein paar Jahre davor, wurden gleich diese Texte ins Russische übersetzt worden. Und ich wurde dann nicht von den Mächten angegriffen, sondern von Trolls, also die Trollfabriken haben mir geschrieben. Meine Homepage wurde gehackt, ich bekam 500 Hass-Mails und so weiter. Das war der eine Seite. Der andere Seite wurde ich angegriffen von den Schweden, die mir gesagt haben, dass ich Russophobin war und vielleicht sollte ich nicht so laut darüber reden. Also so eine ethische Frage ist es ja, wie geht man mit solchen Sachen um? Ich denke immer, wenn ich mit einem Reichsbürger jetzt in Deutschland irgendwas darüber schreibe, wie viel Platz soll ich denn eigentlich geben? Also diesen Wahnsinn, sollen wir noch einen Artikel darüber schreiben? Oder soll ich dann entscheiden, mit meiner Verantwortung und meiner Art Macht, das haben wir schon genug davon, oder von Klimaaktivisten oder sozusagen. Das bringt die Frage auf, wie frei ist man eigentlich als Auslandskorrespondent zu schreiben? Es gibt eine neue Doktorarbeit gerade von Ebbo Schröder über die Journalisten beim Nürnberger Prozess, die zeigt, dass die Vorgaben der Heimatredaktion ganz, ganz stark waren. Dass sie genau gesagt haben, wieso ist die Linie, also die Hearst-Presse eben also sozusagen, die auch hier anklingt, macht natürlich auch bestimmte Vorgaben oder AP macht natürlich auch Vorgaben eben, wie Objektivität eben erreicht werden soll. Also wie ist das eigentlich hier eben mit diesen doch gerade im amerikanischen Journalismus doch sehr dezidierten Überprüfen von Quellen und so weiter, also wie, denn im Moment wirkt es so, man hat diese tennisspielenden Journalisten, die im Adlon was trinken und dann schreiben sie ihren Artikel. Also sehr eigenmächtig eigentlich agieren, aber so ist es doch wahrscheinlich gar nicht. Nee, also das ist natürlich, ist es schon auch damals sehr professionell. Also das ist, und man muss sagen, gerade die ersten Korrespondentinnen waren da absolut penibel und natürlich, weil sie auch in dieser Situation waren, sich jetzt unter den Männern beweisen zu müssen, oft aber auch Pionierinnen des guten, sehr präzisen, sehr peniblen Journalismus, also die Sigrid Schulz, die ich gezeigt habe, ist eigentlich trotz ihrer Nähe zu jemandem wie Göring eine der härtesten NS-Kritikerinnen. Das heißt, wenn man aus rein heutiger Sicht die Texte liest, sind die sehr, sehr hart, sehr kritisch. Dafür wären andere eigentlich rausgeflogen, aber da hat sie dann sozusagen diese Nähe gerettet. Was man vielleicht dazu sagen muss, das merkt man, dass dann eben schon Geschichte auch wirklich ja, schwarz-weiß selten ist, sondern eher grau. Und es gab ja keine Vorzensur im Dritten Reich, außer mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fürs Radio. Und dann wurde erst nach dem Abgang der Amerikaner für die Printpresse eine Art Vorzensur eingeführt. Also das ist auch nochmal ein interessantes Thema für sich, dass sozusagen die führenden Nazis, allen voran Hitler und Goebbels, wirklich ihr imaginiertes Trauma des Ersten Weltkrieges hier, dass es ja eine große Rolle spielte und man so eben nicht mit der Presse umgehen wollte. Selbst wenn man die sonst nicht mochte oder geringschätzte, persönlich, politisch, was auch immer, aber man wollte unbedingt aus diesen, wie man es sich vorstellte, Fehlern des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg lernen. Und Goebbels dachte eben auch, ich gehe auf geradezu künstlerische Weise mit den ausländischen, vor allen Dingen mit den ausländischen Journalisten um. Die sollen erst mal schreiben, was die wollen. Und später schauen wir dann mal, ob wir damit glücklich sind. Und dann versuchen wir, auf sie einzuwirken. Aber vielleicht nur ein Punkt noch, der auch schon angeklungen ist mit den Trollen. Man darf auch nicht immer nur denken, es gibt nur diese beiden Blöcke. Das Regime ist auch sehr vielfältig in sich, polykratisch, tatsächlich, wenn man so will, gegenläufig oft. Werden Dinge geleakt, die natürlich irgendwie von Göring die Ribbentrop schaden, von Ribbentrop die Goebbels schaden und so weiter. Und nicht nur die Auslandskorrespondenten, sondern damals sind natürlich auch schon die Medienkonsumenten, wie wir das heute nennen, sehr aktiv. Die Zeitungsleser, die Radiohörer. Also ich habe auch sehr viele Leserbriefe gefunden, die ich auch nur leider am Rande im Buch verarbeiten konnte, muss ich noch mal in einem kleineren Aufsatz machen, die sind atemberaubend. Also amerikanische Leser, die sogar nach Ausbruch des Krieges mit voller Adresse, vollem Namen schreiben, also die Berichterstattung ihrer Zeitung und ihres Korrespondenten, das ist doch eindeutig pro-jüdisch, ist er oder sie selbst Jude, nachdem die USA schon in den Krieg eingetreten waren, findet man dort, das ist nur ein Aspekt, aber doch ein sehr markanter, findet man da sehr viel Antisemitismus, unter anderem, also natürlich auch noch viele andere Dinge, aber das war schon sehr auffällig, also und mit vollem Namen. Also das sind Dinge, wo man sich
die man nicht erst heute irgendwie in den öffentlichen Medien unter dieser sogenannten Verrohung findet, sondern die hat man schon vor 80 Jahren. Ja, Frau Lundberg. Also um zurück zu der Frage zu gehen, wie nahe kann man an die Politiker gehen, dann denke ich manchmal, das ist auch ein vielleicht ein deutsches Problem, wenigstens im Vergleich zu Schweden. In Schweden arbeiten wir viel mehr mit Transparenz. Also jedes E-Mail, was irgendein Politiker zu irgendjemandem anderen schickt, können wir einholen und durchlesen. Was hier eine Schande wäre, zum Beispiel, wir haben ein Telefonbuch, ein Telefonkatalog mit alle Steuerzahler sind drin. Da kannst du gucken, wie viel Steuer deine Nachbarn und so weiter, was hier. Im Vergleich zu Deutschland, wo ich den Eindruck habe, dass man viel mehr mit Vertrauen arbeitet. Man bettet sich viel mehr rein mit den Politikern. Also der Basis ist Vertrauen, man muss denen nahe kommen, man muss mit denen in Kontakt gehen, man kann nicht diese E-Mails herausfordern, man kann nicht so transparent arbeiten. Und das ist, wenn Basis Vertrauen ist, dann hat man andere ethische Probleme, als wenn es transparent ist. Ja, ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen. Also ich komme aus den Niederlanden, also ähnliche Kultur wie vielleicht in Deutschland. Früher sehr liberal. Manchmal denken wir, dass Deutschland jetzt teilweise liberaler ist als die Niederlande. Also wir konnten da immer gern wobben. Das bedeutet, dass man die Regierung zwingt, um die Akten quasi rauszugeben und so, also Akten aus den Ministerien, aber auch von den führenden Politikern eben. Und das hat man in Deutschland auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Also man kommt da wirklich schon ran, also entweder wenn Parlamentarier das machen oder Journalisten können das natürlich auch oder Wissenschaftler. Nur es gibt auch Begrenzungen, also diese Begrenzungen zum Beispiel sind SMS und Smartphone. Also bei Ursula von der Leyen wussten wir zum Beispiel, die hat auch ein Mobilfunkgerät und das Mobilfunkgerät wurde dann fachmännisch zerstört, wenn man wissen wollte, was da genau drin war. Und in den Niederlanden war es genauso, dass man bei unserem Ministerpräsidenten, dass er auch Kommunikation hat, was eigentlich für Wissenschaftler sehr wichtig ist, damit es in den Akten bleibt. Aber wie gehen wir um mit neuen Akten, wenn sie quasi digital sind? Also da hat der Ministerpräsident einfach behauptet, ja, diese SMS über wichtige Sachen sozusagen, worüber eine Regierung durchaus stürzen konnte, ja, die habe ich doch alle eins für eins gelöscht und so. Und so geht das manchmal mit Akten. Es sei denn, es gibt gute Historiker. Aber gibt es in Holland dann so Bundespresseball, wo man mit den Politikern herumtanzt und trinkt und so? Das würde man in Schweden nicht machen, oder? Nee, gar nicht. Naja. Unglaublich. Aber gleichzeitig haben wir gesehen, also diese geselligen Abende, die weinselig Goebbels, die immer mit seinem falschen Lachen eben zu sehen war, also wo offensichtlich eine große Nähe ist. Und da wäre vielleicht nochmal die Frage an Norm Domeyer, wie erfolgreich war denn jetzt eigentlich diese Politik? Jetzt haben wir verschiedene Beispiele gesehen, wo es wichtig war, eben direkt ins Ausland zu kommunizieren. 20. Juli, Hitler lebt, das muss er zeigen. Aber ist es Ihnen am Ende dann überwiegend gelungen, damit etwas zu bewirken, dass Sie versucht haben, besonders nett zu sein zu den Korrespondenten, mit ihnen Wein zu trinken? Das machen Politiker natürlich professionell, wenn sie gut sind. Und das machen hier selbst, macht das eine Diktatur, die manchmal ja Begegnungsprobleme hat. Putin würde das nicht mit allen westdeutschen Journalisten machen, eben den Wein trinken und überhaupt so eine Nähe zuzulassen, was ja auch ein Risiko wäre. Ja, also zunächst mal muss man sagen, damals en vogue waren vor allen Dingen Bierabende. Ne? Also im Nationalsozialismus wollte man sich natürlich typisch Volksgemeinschaft, man hat genug geprotzt und geprunkt, aber das sollte natürlich auch möglichst nicht nach außen kommen. Es gab aber auch solche Highlights, wo der Champagner und der Cognac in Strömen flossen, aber ansonsten wurde immer gerne Bier gereicht. Nicht? Auch der VAP hat damals vor allen Dingen solche Bierabende, das war irgendwann die Mode, nicht? Alle haben dann Bierabende veranstaltet. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige, aber auch sehr schwierige Frage, so die Erfolgs, nicht? Wer hat sozusagen mehr profitiert, nicht? Das Regime, die Korrespondenten,
Ich glaube, das ist auch immer nur situativ zu beantworten. Also da muss man dann schauen in den jeweiligen Moment hinein. Deshalb habe ich diese Episode heute als Beispiel etwas länger gemacht mit dem Karl Henry von Wiegand und Hitler. Wenn man so ein Interview hat wie 3 Tage vor dem Fall von Paris, ich konnte es ja auch aus Zeitgründen nur ankratzen, Sie finden alles dazu in dem Buch, da hat sich das NS-Regime klar von profitiert. Es wollte unbedingt die Message in die amerikanische Botschaft bringen, 3 Tage vor dem Fall von Paris, dass das Ganze nicht so schlimm ist, dass der älteste historische Verbündete der Vereinigten Staaten jetzt fällt, ja, dass seine Hauptstadt fallen wird, damit man natürlich nicht die Interventionisten in den USA noch irgendwie fördert. Und genau diese Message ist auch gebracht worden von der Hearst-Presse. Aber gegenläufig finden immer auch teilweise sogar zeitgleich andere Dinge statt. Und auch der Wiegand war kein, trotz seiner ja wirklich langen Weggefährtenschaft mit Hitler, überhaupt kein Nationalsozialist und kein Hitler-Anhänger. Also das ist das Faszinierende. Das heißt, dieses Messen im Erfolg ist schwierig bei einem Regime. Was man sagen kann, ist aus heutiger Sicht, mit heutigen Vergleichen auch, natürlich muss man den führenden Nationalsozialisten, so skurril und bizarr einige von ihnen schon waren oder pathologisch sie waren, lassen, dass sie doch sehr offen umgegangen sind, was man eben auch bis zu der Studie nicht unbedingt wusste, mit vielen ausländischen Journalisten. Es wurde den Nazis immer wieder nachgesagt, den Führenden, sie sind kaum weltgewandt, können kaum Fremdsprachen, haben kaum gereist, stimmt auch in vielen Fällen, aber das hinderte jemanden auch wie Hitler nicht daran, ja, unzählige, wird es demnächst auch noch Publikationen zu geben, Interviews der ausländischen Presse zu geben. Und in der Hinsicht ist das NS-Regime damals doch viel moderner, das ist ja schon für viele Gesellschaftsbereiche untersucht worden, viel moderner als das nordkoreanische Regime heute. Also das ist klar. Also wenn man jetzt diese Vergleiche und diese Erfolge messen wollen würde.